Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei Kaiser Opizino von Italien, der mit 31 Jahren noch ein recht junger Herrscher ist, der auch noch nicht so lange auf dem Thron ist. Sein Vater ist ja bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen. Und unser Kaiser, der ist so ein bisschen unbeliebt. Das kann man anders gar nicht sagen. Also er hat eine riesengroße Fraktion mit fast 140% Militärstärke, die in zwei Monaten wahrscheinlich triggern wird. Mit lauter Leuten, die ihn nicht leiden können. Die Gründe sind sowas wie kurze Herrschaft, absolute Lehnsautorität. Naja, ich meine, dass wir unersättlich sind, das ist ein Problem. Er hier zum Beispiel kann uns auch nicht leiden. Geduldig gegen ungeduldig. Also da gibt es einige Sachen. Er hat nicht so die positiven Eigenschaften. Aber damit muss er jetzt halt leben, so ist er halt. Man könnte auch vielleicht auch so ein bisschen sagen, dass er so ein bisschen auf die Meinung seiner Vasallen scheißt. Wo sein Vater vielleicht noch eher der Typ war, der dann großzügig war und ja, seine Mannschaft doch sehr gnädig regiert hat, ist er, glaube ich, doch ein bisschen anders. Er tickt da völlig anders. Er, ja. Er will alles Mögliche haben, er ist ja ein bisschen gierig und deswegen ist ihm das vielleicht manchmal auch einfach ein bisschen egal, was die Leute von ihm denken. Das ist natürlich jetzt schon ein leichtes Problem für ihn. Dadurch, dass er jetzt gleich eine Fraktion haben wird. Aber wir werden sehen, wie er sich da behauptet. 140% ist natürlich schon heftig. Also ich erwarte schon bei 200.000 Truppen, die uns da begrüßen werden. Wir haben jetzt auch keine Möglichkeit, ein Bündnis zu schließen. Wir sind da also ziemlich auf uns gestellt. Aber wir haben ja hier recht viel Geld. Wir können ja vielleicht ein paar Söldner anheuern. Übrigens, Söldner ist auch etwas, was sich ändern wird. Für uns. Mit dem neuen Patch wird es so sein, dass die Kosten für einen Söldnertrupp nicht mehr nur an der Größe des Söldnertrupps bemessen wird, sondern eben auch daran, wie groß man selber als Herrscher ist. Ist jetzt eine fragwürdige Sache. Also im Entwicklertagebuch haben sie es so begründet, dass es ja irgendwie auch ein bisschen komisch wäre, wenn die von, weiß nicht, dem Grafen von Regensburg denselben Betrag verlangen würden wie vom Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Also ich meine, letztlich machen sie es natürlich aus Balancing Dingen, also als, ja, aus Balancing Ideen, aber ich denke, letztlich hat so ein Söldnertrupp natürlich eigentlich so einfach seine Kosten gehabt. Das war irgendwie festgesetzt. Die haben nicht darauf geachtet, ob das jetzt ein Graf war oder ein Kaiser, für den sie gekämpft haben. Ein Söldnertrupp wird sich vielleicht höchstens überlegt haben, ob der überhaupt Gewinnaussichten hat, aber ja. Sei mal dahingestellt, ich finde es ein bisschen fragwürdig, die Begründung. Aber es wird halt so sein, dass wir dass die Kosten für die Söldner eben auch daran gemessen werden. Die sind jetzt mittlerweile sowieso ein bisschen höher, aber ich glaube, das liegt daran, dass die Trupps einfach größer geworden sind. Wir haben ja hier so einen bayerischen Trupp, der hat natürlich jetzt auch schon 3000 Mann. Der italienische Condottieri-Trupp ist vielleicht genau unser Ding hier. 3200 Mann. Geht auch von den Kosten. Da müssen wir dann schauen, was wir dann nehmen, falls wir es brauchen. Jetzt werde ich erstmal die Pause lösen. Genug vorher geredet. Tja, also ich habe natürlich schon auch ein bisschen geguckt, was kann ich denn vielleicht machen, um die Meinung zu verbessern, aber wir können ja kein Festmahl abhalten. Das geht nicht. Noch ein Jahr lang nicht. Das ist also keine Option. Jagd hilft nicht. Pilgerreise hilft auch nicht wirklich. Aber was ich machen kann, ist, ich kann mal hier am Hof Leute einladen. Moment mal, warum geht denn das jetzt wieder nicht? Das ist mein Gast. Okay. Ich kann ihn irgendwie nicht an den Hof holen. Warum auch immer. Aber er hier. An den Hof rekrutieren, würde ich sagen. Ist eine gute Idee. Warum kann ich ihn nicht rekrutieren? Wollte ich eigentlich machen. Und da ist es auch schon. Forderung des Anspruchstellers. Es geht um
Herzog Pietro von Latium. Das ist unser Ratsverwalter. Okay. Und der unterstützt den Anspruch von Herzog Manfredo von Italien. Das Recht, in Italien zu regieren, steht nach Gottes Gnadentum Herzog Manfredo von Emilia zu. Wir haben die nötige Unterstützung gesammelt, um dies durchzusetzen. Nehmt diese Forderung friedfertig an, sonst erzwingen sie mit Gewalt. Auf welchen Anspruch stützt er sich denn jetzt? Ich meine, er ist zwar aus dem Haus Unruhochinger, aber keiner seiner Vorfahren war irgendwie, gehörte irgendwie zu unserem Haus. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Nee. Lombardei. Da ist niemand in seinen Vorfahren, der jetzt irgendwie Kaiser gewesen wäre. Also, wir lassen uns natürlich nicht ruhen. Wir danken hier doch nicht ab. Und dann sammeln wir unsere Truppen. Schnell mal die Pause reinhauen. Ja, jetzt haben wir eine große Armee gegen uns. Und wahrscheinlich einen etwas leeren Rat. Gut, es ist nur der Ratsverwalter. Es könnte schlimmer sein. Da werde ich mal den König von Großmähren hier einsetzen. Der ist doch sehr fähig mit seiner 22. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer jetzt alles im Krieg gegen uns ist. Das sind vor allem Herzöge, das habe ich schon gesehen. Also ein bisschen der Aufstand der Herzöge hier. 150.000, kommt da noch mehr dazu? Sieht nicht so aus. Okay, ich habe jetzt auch nicht mehr die volle Stärke, dadurch, dass die natürlich nicht dabei sind. Aber 150.000, das klingt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also, erstmal mein Sammelpunkt. Und diesmal können wir jetzt tatsächlich, glaube ich, mal wieder die gesamte Armee gebrauchen. Jetzt werden hier alle ausgehoben. Die gesamte Armee. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass die sich hier nicht zu sehr verbünden. Eine Sache noch. Ich kann noch ein Bündnis mit meinem Sohn aushandeln. Das machen wir natürlich. Hausmitglied Herzog Gerardo. Ah, der Herzog von Utrecht, der ist ja durch Hochzeit irgendwie mit uns. Nee, der ist mit uns verbunden, weil er auch ein Unruhochinger ist und den kann ich rufen. Nur scheint mich auch nichts zu kosten. Dann machen wir das natürlich. 8000 Mann mehr ist immer eine gute Sache. Dynastiemitglieder würde ich jetzt nicht unbedingt rufen, nur wenn es jetzt eng werden sollte. Ja. Okay. Wer ist alles dabei? Also, hier unten Latium natürlich und das hier ist Spoleto, Emilia logischerweise und Romagna. Dann Savoyen, Provence, Genoa, Piemont, Tirol, Augsburg, Nordgau, Steiermark, Raab, Nitra, Bukowina. Und hier noch einzelne Grafschaften. Ja, das ist eine größere Revolte. Aber finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Ach hier, Sardinien ist auch noch mit dabei. Ja, ist schon ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich mache mir da jetzt keine Sorgen. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Katholische Herrscher, motiviert durch den Ruf zu den Waffen des Papst Johannes, den Papst Johannes ausgesprochen hat, sammeln große Heerscharen, große Scharen Zeloten um sich, um einen heiligen Krieg gegen alle Feinde ihres Glaubens in Jerusalem zu führen. Ja, die wollen jetzt wieder diese eine Grafschaft haben. Wann startet der? 13 Monate. Okay. Also der Papst hat jetzt von irgendwoher noch einen Kreuzzug gegen uns ausgerufen. Das ist natürlich jetzt schon eine heftige Geschichte. Okay. Also, pass auf, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt das hier schon mal abbrechen. Und schicke die schon mal los. Haben die einen vernünftigen Befehlshaber? Könnte ich eigentlich fast selber machen, würde ich sagen. Und wir greifen die hier an. Und dann holen wir hier nochmal den Rest raus.
zweiten Teil der Armee. Ja, schaut mal, die hauen schon ab. Ja, Utrecht kommt. Die sind schon wieder weg hier. Dann werden wir sie hier stellen. Na, wir kriegen sie nicht. Glückliche Spionage. Es war nicht, was Graf Jaroslav erwartet hatte, als er geheime Unterhaltung belauschte. Doch es schadet nicht, jetzt die illegitimen Beziehungen von Krasislav zu kennen. Ja. Er hat irgendwie eine Affäre oder so. Gut, die sind jetzt natürlich schon wieder dabei, sich zu entfernen. Aber, na, kriegen wir sie jetzt mal oder nicht? Hier scheinen wir sie jetzt endgültig zu erwischen. Ja. Oh Mann. Das wird jetzt die erste Schlacht. Ein Gefangener ist im Kerker gestorben. Ich habe Gefangene. Nicht mehr. Ja, ein paar Leute fehlen natürlich noch, aber das ist eigentlich eine ganz gute Armee so. So, die haben wir schon mal ganz gut dezimiert, würde ich sagen. Der hat 6700 Mann verloren. Und wir nicht so viele. Das ist gut. Da kommen ja noch mehr. Ich überlege, ob wir denen entgegenziehen. Aber das kostet uns Truppen. Das ist teuer. Oder ob wir... Ja, die Frage ist, wie machen wir es? Also von da oben kommen ja ein paar, aber bis die hier unten sind, das wird ein bisschen dauern. Hier hinten sind einige, hier unten sind auch einige. Jetzt sind da Toskaner hier rumwüten. Ich glaube, ich treffe mich erstmal mit dem Rest meiner Truppe hier im Monferrato, Piemont. Und dann werden wir mal überlegen, wie wir unsere Truppen aufteilen. Also das erste Schöne ist natürlich schon mal, dass sie uns hier ein bisschen entgegenkommen. Ich bin versucht, sie jetzt einfach mal zu halbieren. Den einen Teil schicken wir hier mit runter. Und der andere Teil, der kümmert sich um diese Truppen hier. Die müsste der eigentlich auch schaffen. Graf Ricardo hat auch ein Geheimnis. Provence, ja, das hilft uns nur leider nicht so viel. Ich glaube, in unserer Radspitze kann man jetzt vorübergehend was anderes machen. Lieber mal Komplotte stören. Ja. Ich werde jetzt auch mal hier auf Aufgebote organisieren gehen, um die ganzen Sachen etwas besser zu organisieren, ja. Nee, das kostet uns Truppen. Die hauen halt auch ab, ne? Wisst ihr was? Wir stellen uns jetzt erstmal noch Monferrato. Ich habe leider die Belagerungstruppen hier. Das ist schlecht. Wir tauschen das nochmal. Also die gehen hier hin. Und die hier hin. So rum. Weil die Belagerer, die sind jetzt im Zweifel hier in Monferrato ein bisschen besser aufgehoben. Ich sehe auch, das sind nicht so wenige. Stopp. Nochmal eine Planänderung. Wir treffen uns jetzt alle hier in Nofara. Na? Die hauen ab. Hier würden wir einen Teil erwischen. Wir würden aber auch die erwischen. Die Freundschaft von Herzog Amadeo von Friaul. Ja, wie sind wir denn jetzt drauf? Wir sind gefühllos, wir haben irgendwie kein Interesse an Freunden. Das ist jetzt die Frage, wie reagieren wir? Man findet selten wahre Freunde, ich bin nach wie vor nicht überzeugt.
Weil wir sind gefühllos, wir sind ungeduldig und wir sind unersättlich. Ich finde nicht, dass das jetzt prinzipiell dagegen spricht, dass er Freunde sucht. Er ist vielleicht ein bisschen misstrauisch. Ich würde sagen, er ist ein bisschen misstrauisch, ja. Oh, stopp. Lektionen der Vergangenheit. Obgleich ich sicher viele Schlachtfelder sehen werde, bevor ich von meinem Schöpfer trete, enthält meine Bibliothek Kriegsgeschichten aus 100 Lebzeiten. Ja, dieses kennen wir schon. Er hat wieder einen alten Folianten gefunden, beziehungsweise einen Folianten über die große Schlacht von Tours und Poitiers und eine abgegriffene Schriftrolle entdeckt. Aber er ist zu ungeduldig, um jetzt eine alte Schriftrolle zu übersetzen. Er liest den neueren. Studium einer alten Schlacht bringt Kriegsführung plus 1, auch gut. Er ist eigentlich hier jetzt Anführer. Hier ist eine große Schlacht. Ich glaube, wir werden da mal noch mit reingehen. Einfach, um das Ganze zu verstärken. Ja, sehr gut. Denn wir können uns nicht leisten, zu viele Männer zu verlieren. Dazu ist der Gegner zu stark. Mein verwundeter Vasall, Prinz Ruggiero, ist verletzt und die Wunde scheint tief zu sein. Ich fürchte, dass sein Körper nicht stark genug sein könnte, um dagegen anzukämpfen. Mir ist es, als ob der Tod bereits an seiner Bettstatt sitzt. Es gibt nichts, was wir tun können. Haben wir wieder keinen Hofarzt? Doch. Okay. Das war diese Schlacht. Die sind jetzt erstmal zurückgeschlagen. Das ist eine gute Sache. Also, ich hatte gesagt, diese Truppe möchte ich Richtung Toskana schicken. Hier mal ein bisschen aufräumen. Wie viel sind denn das? 26. Ja, das könnte schon knapp sein, ne? Also das darf man nicht unterschätzen, wie viele das da hinten sind. Und die gehen Richtung Genua. Ich schicke die jetzt erstmal hier runter. Ein Essen zum Sterben. Meine Agenten bereiten sich seit Wochen vor. Der Koch wurde bestochen und schaut weg. Das Gift wurde erworben und die Ente ist ein persönliches Geschenk an Herzog Milboy, der übrigens auch die Pest hat. Wir machen das jetzt nicht. Wir werden dieses Komplott abbrechen. Das bringt uns eh nichts. Erstens ist er sowieso so gut wie tot. Und außerdem hatte ich das ja nur angefangen, um den Krieg vielleicht ein bisschen zu verhindern. Und das ist uns nicht gelungen. Daher können wir das jetzt auch sein lassen. Wir sind zu ungeduldig, um den Plan jetzt durchzusetzen. So. Jetzt wird hier Armee für Armee ein bisschen abgeräumt. Sehr schön. Die sind weg. Oh ja, die haben auch gut Männer verloren. Das sind so viele da unten. Ich bin doch versucht, mit beiden Armeen darunter zu laufen. Vielleicht ein bisschen auf anderem Weg, damit sie ihre Versorgung nicht zu sehr beanspruchen. Die einen eher so Richtung Pisa, die anderen Richtung Lucca. Die gehen da oben lang und die gehen unten lang, sozusagen. Alexander der Unaufhaltsame. Beim Studium der historischen Generäle war ich verblüfft von den Taten von Alexander dem Großen, während seiner Eroberung Mesopotamiens zu lesen. Bei der Belagerung von Tyros griff Alexander eine Inselfestung an, indem er ein nahegelegenes Dorf zerstörte und aus den Trümmern einen Damm baute, der sich vom Festland bis zu den Mauern von Tyros erstreckte. So konnten seine Belagerungsmaschinen die feindliche Festung direkt angreifen, obwohl es am Ende seine Marine war, die für den Durchbruch sorgte. Entweder wir werden jetzt Furtner oder wir werden Plünderer. Oh, wenn ich meine, wir sind unersättlich, ne? Der Plünderer, was bringt denn der? Überfalltempo, Feindesland Zermürbung minus 75%. Ja, ich denke, weil wir unaufhaltsam sind, oder unersättlich besser gesagt, ist das, glaube ich, genau das Richtige für uns. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was bringt, weil plündern machen wir ja nicht so oft, aber naja, ihr versteht schon.
Okay, es kommt hier auf jeden Fall zur Schlacht. Wir sollten uns hier schon mal nach oben begeben. Ja. Oh, das wird eine krasse Schlacht, glaube ich. Schlacht von Arezzo. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Ja, fast 30.000 Mann getötet. Das war ja nicht unerheblicher Teil der Armee, der jetzt hier draufgegangen ist. Hier haben sie was erobert. Wo haben wir denn unsere Belagerungstruppe? Hier. Das können die mal wieder zurückholen. Die Frage ist, was machen wir jetzt in der Zeit? Erstens ist hier eine Truppe auf dem Weg, die auf Genua marschiert. Das sollten wir zuerst mal verteidigen. Und wir haben allmählich ein bisschen Versorgungsprobleme. Was mich jetzt aber auch nicht wundert, wir sind halt viel zu groß. Auch die hier nagen allmählich etwas am Hungertuch. Dann werde ich die jetzt nochmal aufteilen. So. Und schicke einen Teil hier rüber. Ja, die müssen das jetzt mal kurz aushalten. Und die hier werden, wenn sie diese geschlagen haben, dann auch erstmal auffüllen müssen. Da kommt ein größerer Teil. Oh, oh. Die versuchen sich da oben zu vereinen. Das müssen wir verhindern. Da müssen wir lang. Leider geht es jetzt für uns auch über den Fluss, ne? Aber es scheint keine große Armee zu sein. Sehr schön. Hier unten alles in Ordnung? Oder schleicht sich der Gegner hier schon wieder an? Das sieht ein bisschen so aus, als würden die hier angreifen wollen. Ich muss jetzt mal ein bisschen rauszoomen, damit ich beides im Blick behalte. Ja, die wollen angreifen. Eindeutig. Und es sieht so aus, als würden wir das sogar verlieren. Ihr werdet wahrscheinlich verlieren. Können wir noch abhauen? Nee. Wir können nicht mehr abhauen. Okay, wir brauchen da unten eigentlich mehr Leute. Kann ich... Moment mal. Mal gucken, vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen verstärken. Wir werden erstmal diesen Sammelpunkt hier löschen. Und den hier packe ich nach Siena und dann werde ich jetzt mal einen Kriegerorden... Nee, die Kriegerorden rufen ist irgendwie Blödsinn. Söldner rufen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Und zwar... Es sind einige schon angeworben. Das scheint unser Gegner gewesen zu sein. Dann werden wir den bayerischen Trupp anheuern. Was haben die denn? Der hat einen Organisator. Was haben die hier? Nee, wir nehmen den bayerischen Trupp. Das ist der teuerste, aber wir nehmen den jetzt. Ob das jetzt hier noch hilft? 3000 Mann mehr oder weniger? Meistens dann eventuell auch nicht mehr, ne? Gut, aber wenigstens diese Schlacht hier oben sieht gut aus. Sag mal, das müsst ihr doch schaffen hier. Minus 25? Wenn es die Versorgung ausgeht? Aber eigentlich sind wir doch so viel mehr. Wie können wir denn so dermaßen verlieren hier? Boah, Leute, das ist aber teuer für uns. Das ist richtig teuer. Okay, strategische Sackgasse. König Matthias vom Ostfrankenreich und Prinz Ruggiero. Den sitze ich am Kartentisch und bespreche mit ihnen die Strategie für den laufenden Krieg. Matthias schlägt mit der Faust auf den Tisch und fordert lautstark, dass wir einen direkten Sturmangriff auf den Feind durchführen und ihn mit der schieren Größe unserer Armeen zermalmen sollten. Ruggiero jedoch erklärt, dass wir beobachten müssen, was unsere Feinde tun und damit entsprechend zu reagieren zu können. Es obliegt mir, über unsere endgültige Vorgehensweise zu entscheiden. Also grundsätzlich, wir sind ungeduldig und König Matthias hat da natürlich die passendere Antwort. Aber wir können ja beides miteinander
kombinieren, weil wir so ein strategisches Genie sind und deswegen machen wir das auch. Alter, diese Schlacht verlieren wir. Ach du Scheiße, jetzt ist der Kreuzzug auch noch getriggert. Gut, wir sammeln die Truppen. Wir können das jetzt gerade nicht machen. Also der Kreuzzug, ne? Und das verlieren wir tatsächlich, Leute. Das ist unglaublich. Wir hatten 40.000 Mann und haben das verloren. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Wir gehen ja mit denen mal zurück nach Genua. Ich werde die mal halbieren. Und die eine Truppe schicken wir hier hin. So. Ja, und die? Das ist echt eine blutige Schlacht. Wie viel haben wir jetzt verloren? 14.000 Mann. Gut, ich meine, der Gegner hat fast genauso viel verloren. Das war für den jetzt auch nicht gerade billig, dieser Sieg. Aber es wundert mich ein bisschen. Also ich meine, wir waren wirklich viel mehr. Das ist schon krass. Mit denen laufen wir jetzt offenbar nach Parma. Na gut. Dann sind wir wieder alle hier oben. Also anscheinend darf ich mich nicht so sehr aufteilen. So, und jetzt haben wir hier hinten auch noch ein kleines Problem. Um das ich mich nicht wirklich kümmern kann. Okay. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es mit diesen spannenden Kriegen weitergeht. Bis dann, macht's gut, eure Miri.